Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Tillemar Breuer, der hat gesagt, hier kann man was reinsetzen. Wusste ich noch gar nicht. Oh, ich sterbe. Wusste ich auch noch nicht. Nee, warte. So schnell sterben wir nicht. Und zwar, da kannst du Samen reinsetzen. Das wollen wir gleich mal machen. Ja, Pflanzen. Wir nehmen mal hier die besten mit, natürlich, ne? Ist logisch. Und dann wollen wir da mal gucken, ob man da wirklich was reinsetzen kann. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Konnte man das bei den anderen auch machen, oder? Oh! 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 Ist ja hübschi, hübschi, hübschi. Ach, guck mal. Jetzt geht es aber auch hier. Alter Schwede. Jetzt kommt natürlich hier ein bisschen mehr Sauerstoff als davor, ne? Kann das? Na, da 400 haben wir mit reinballern. Ha! Das ist ja nicht schlecht, ne? Kann man das bei den Eigendingern hoch machen? Nee, ne? Glaub ich nicht. Kann ich mal hier so ein bisschen reinschwimmen. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass man es machen kann. Nö, kann man nicht. Aber wir können uns das hier nochmal hier die ganzen Algen ein bisschen snappen. Dann haben wir das schon mal weg. Ja, super Tipp, ey. Süße, ich gar nicht drauf geachtet letztes Mal, wenn da irgendwas machen kann. Ja, ich muss ja... Ach, Inventar ist voll. Ja, wenn denn schon, ne? Also wenn schon, denn schon, denn schon, wenn schon. Dann sollte man auch das mal komplett nutzen und ausnutzen, ne? Ja, die erstmal einpacken. Hier sind wir auch ganz schön voll, ne? Aber dann könnten wir die eigentlich nochmal rausnehmen, weil die haben wir ja drüben eigentlich ein Fach für. Also hier nebenan. Wo war hier nebenan? Bei Jungs, Mädels, hatte ich hier nicht zwei gehabt? Irgendwas stimmt, glaube ich, mit meinen Speicherdings nicht, ne? Schau mal. Doch, das hat er noch gemacht. Hä? Hatte ich hier nicht noch einen zweiten Schrank? Also, wir können den ja noch bauen, aber hatte ich den nicht schon hingesetzt? Ich weiß das nicht, ne? Komisch. Aber dann bauen wir es jetzt eben hier rein, ne? Da können wir hier schon mal... Achso, Quatsch. So rum. Dann können wir das hier nämlich schon mal reintüttern. Dann ist das nämlich gut. Dünger hatten wir drüben. Da gucken wir dann gleich mal. Ja, also weiter geht's. So. Ja, weiter. Die können wir eigentlich auch mal wieder pflücken, ne? Da hatten wir ja viele über. Ich weiß jetzt nicht so richtig im Kopf, ob wir jetzt noch ein paar Saatgut-Dinger machen wollen. Oder nicht? Wahrscheinlich. Von den anderen Früchten würde ich vielleicht noch ein bisschen was herstellen, ne? Wir haben ja jetzt hier die Nahrung, haben wir ja ziemlich voll. Und hier die, das ist Wahnsinn, ne? Was wir... Gut, das können wir am Ende sehr, sehr oft wegschmeißen. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich würde natürlich jetzt hier auch gerne ganz viele Pilze erstmal dann auch noch machen. Damit wir sagen können, wir haben ganz viele Pilze, ne? Also 4 können wir machen, das ist schon mal gut. Dann können wir auch 2 mal Kürbis noch machen. Ja, hauen wir den anderen Dreck hier erstmal. Ach, das falsche Feld genommen. Hier muss ich rein. Die stehen aber auch nacheinander. So. Jo, 6 Stück. Also machen wir das hier erstmal dann so voll. Weiß ja nicht, wie oft wir Kürbiskern kriegen, wenn wir das so machen. Also hier steht ja Wachstum 30. Ah, hier kriegen wir ja immer 100% Wahrscheinlichkeit. Ha! Ja gut, wenn das so ist, dann ist das so, ne? Gut, Superlegierung war ja auch noch ein großes Thema gewesen. Wo ich meinte, ja, das sollten wir dann mal gucken, dass wir das vielleicht dann... noch zurückholen. Andererseits kann man das, glaube ich, auch denn herstellen, ganz viel.
Ich weiß jetzt nicht hier von der Warte aus, wo bräuchten wir nur Magnesium. Also wir bräuchten eigentlich von jedem immer eins. Also wenn wir sagen hier zwei Eisen, hätten wir. So, zweimal Kobalt haben wir so oder so. Zweimal Titan haben wir. Zweimal Magnesium nicht. Zweimal Silizium haben wir. Ja, und das war's dann schon, ne? Wir müssen ja zwei Superlegierungen herstellen können. Weil ich weiß nämlich nicht, ob da oben überhaupt denn was rumliegt oder sowas, ne? Dann würde ich ja gerne hier noch die unsere Teile da abfahren. Dann gucken wir dann danach mal auf den Monitor, wie da so aussieht. Hier wächst es ja ein bisschen. Und dann, was unsere nächsten Ziele eigentlich sind, die wir so an, ja, angucken können, anbauen können, wie auch immer. Ein bisschen so, ja, was heißt vorwärts geht, aber dass wir so ein bisschen den nächsten Step mal einplanen können. Sagen wir, fliegen hier jetzt nur von A nach F. Oder vielleicht nach G. Lassen wir uns da ein bisschen überraschen. Oh. Ah, ich will auch. Ah, komm schon. Müssen wir doch mal so, so einen Rentner die Treppe nehmen. Also nichts gegen Rentner, ne? Ich mag auch Treppen. Und teilweise bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Ich so, meine Frauchen in Majore, dann klapper ich nur noch, ne? Dann bin ich kurz vorm Stillstand eigentlich meines ganzen Daseins. So. Okay, das kam quer von der Seite. Schade, dass man da nicht rüber kann irgendwie. Ah, fast geschafft. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber es sah gar nicht mal so schlecht aus. Ach, da haben wir mal. Aluminium-Eisen kriegen wir auch noch hin. Den hätten wir ja ein paar Superlegierungen schon mal wieder gebaut. Ist ja gar nicht so schlecht, dann können wir das eigentlich so immer unterwegs mal machen. Schon wieder Aluminium-Eisen. Jetzt mach ich mal anders. Jetzt nehme ich mal zwei mit. Und hier auch. Eisen sollte ich echt mal wieder mitnehmen. Müsste ich ja mal. Ha! Verrückt. So. Naja, aber der Rest ist ja weg. So, ich hatte hier auch noch Dünger. Nee. Samen und Dünger steht eigentlich hier drinne. Sollte ich vielleicht... Ich mach doch mal zu Schwarzpulver hin. Hoffentlich merke ich mir das, ne? Für gute Zeiten. Ich jetzt noch einmal... Dann habe ich noch eine Superlegierung. Fällt mir gerade auf. Ja. Dann ist das eben halt so, dann ist das einigermaßen okay. Gut. Wir haben hier noch eine Trägerrakete. Ich wollte auch Uran. Eigentlich, ja, wir müssen eigentlich von allen einen machen. Ich wollte erstmal auf den Monitor gucken. So, wie es aussieht. Moos, wann Moos? Oh, pff. Bei Moos nichts los, auf jeden Fall. So, Sauerstoff ist reichlich im Kommen. Wärme ist, denke ich mal, vielleicht auch okay. Wir gucken mal insgesamt, wo wir jetzt stehen. Da. Also wir haben das Terraforming insgesamt. Da sind wir vor dem Mainstein, ja, bei 10% angekommen. Da Wärme. Oh, das wird noch richtig lange dauern, bis wir die Wärme freigeschalten haben. So, sonst haben wir noch den Bohrer. Bei Wärme. Oh, das ist aber bald. Da können wir den neuen Bohrer machen. Also sollten wir ein bisschen noch in Wärme investieren. So. Also die Teile, die brauchen Iridiumstab. Den haben wir natürlich jetzt ja, gar nicht so oft. Da müssten wir hinten mal in die Höhle rein. Ich habe auch gar kein Wasser mehr. Oh, ich habe eine Mitteilung. Ja, da gucken wir gleich mal. Wir werden erstmal hier das ganze Wasser ziehen. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Jetzt trinken wir gleich. Gehen wir hinten mal in die Iridiumhöhle. Ich hoffe, da ist noch ordentlich was an Platz da, ne, dass wir das doch verwenden können. Ach ja, ich bräuchte auch irgendwie einen Sauerstoffbehälter, ne? Oh, jetzt drücke ich zu oft. Ja, den sollten wir mitnehmen. So, was ist jetzt hier? Eine Mitteilung. Oh, zwei haben wir verpasst. Ich habe es geschafft, mehr Informationen zu schleichen.
Ich habe gelesen, dass sie mehr Erfolgschancen haben, wenn sie ihre Basis in Höhe bauen. Ich bin mir im Moment nicht sicher, warum. Also, ja, wahrscheinlich wegen Wasser. Und da müsst ihr mal ein paar Leute haben, die Kommentare schreiben, so wie bei mir. Dann müsst ihr das vorher. Und wenn sie es schaffen, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Höhen zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Und noch etwas, sie können, Ende der Kommunikation, okay. Verschlüsselt. Verwende Erzextraktoren in verschiedenen Gebieten, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Raketen sind wirklich wichtig und helfen ihre Generation. Verschlüsselt. Okay, irgendwie so. Ja, hört sich doch nice an, ne? Siehst du, wollte bei Bio nochmal reingucken. Oh, bei wie viel Wärme haben wir jetzt? Ne, noch nicht ausreichend. Bei 50 UK ist das denn, wenn wir sagen, okay. Bei 41 der. Dann lass mal noch gucken, dass wir da hier hinten denn ein bisschen was kriegen. Das wird er jetzt hier nicht noch weiter überfluten, ne? Das kann ich mir ja bei dem. Läuft das ja alles runter, muss er den Teil da erstmal überfluten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir gehen erstmal in die Iridiumhöhle hier. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen mehr Glück. Und finden hier noch ein paar schöne rote Steinchen. Ja, da sehe ich schon eins. Ja, hier auch noch. Natürlich auch cool, wenn die so ein bisschen öfters noch kommen, wa? Naja. Ist noch ein bisschen voll hier. Ist noch ein bisschen voll. Muss ja auch mal ein bisschen den kleinen Stuff wegsammeln. Hier haben wir noch ein Kistchen. Was? Ja, das nehmen wir mal mit. Ja, hätten wir schon wieder so ein Pilz-Dings, ne? Und Eisen brauchen wir ja auch mal ab und zu. Da haben wir ja eigentlich richtig runter hier forstet, ne? Unser Eisenbestand. Das ist ja hier hinten die. Die Schwefelebene kann man es ja eigentlich fast schon nennen, ne? Da wollen wir später mal gucken, so richtig, wo es hingeht. Weiß ja nicht, ob wir hier noch vielleicht irgendwas anderes Schönes haben. Sieht eigentlich nicht so aus. Mehr so aus, ob hätten wir hier denn alles durch. Wäre schade eigentlich, ne? Mir eigentlich erhofft, dass hier noch ein bisschen mehr ist. Einen roten Glitzer, Glitzer. Aber nicht wirklich. Weiß nicht, ob man hier dann noch zwischen kann. Obwohl ja, das GPS-System ist ja für den Arsch. Also, ich schieße einen riesen Kack. Ja, und ich darf das sagen. Eine riesen Rakete in die Umlaufbahn, in den Orbit von diesem Planeten. Und was kriege ich? Ein Shit. Kriege ich da. Ich krieg gerade mal Panoramabild von meiner Base. Also das ist natürlich auch für den Arsch, ne? Das ist doch der gleiche Eingang hier, oder nicht? Oha. Oh, ein Iridiumstab. Na lecker. Du bist ja lecker Kiste. Da hinten ist noch einer. Muss mal da nochmal gucken. Ich kann mir noch ein bisschen Sauerstoff eignen, ne? Also ich weiß nicht, was das sein soll, aber das sieht mir sehr aus wie weg da, sonst kriegst du auf den Deckel. Kiste. Ich glaube, ich war hier schon mal drin, ne? Kriegt man gar keinen Schaden. Ich komme hier auch nicht höher.
ihr kleinen Schweinchen. Ne? Aber heftiges Gebiet, muss ich mal sagen. Ein Silizium. Yeah. Ja, den wollte ich da haben. So. Ja, allzu viel Gas muss ich jetzt nicht geben, aber nur ein bisschen. Falsche Höhle. Da ist die richtige. Ja, Taschen sind eh voll, ne? Der fette Planet da oben, ne? Wahnsinn. Hier ist noch einer dran, aber gut. Der eine macht uns jetzt auch nicht reicher oder ärmer, als wir so oder so sind. Aber reich an Erfahrung. Es ist Nacht. Es nächtigt ein wenig. Ja, da können wir ja die ganze Bohrer da machen, wa? Da bin ich mal gleich gespannt, was die kosten. Und dann wird es ja hier eine Bohrparade. Dann forsten wir das erstmal hoch. Und ich glaube, das wird teuer werden. Ich glaube nicht, dass das nur wenig kostet. Aber ich wollte eh dann mal gucken, was hier bei der Biomasse und sowas der nächste Step wäre. So, einmal Uran. Geile Sache. Nö, das können wir so lassen. Das ist richtig beschriftet. Heute hast du es richtig gemacht. So, aber Iridium-Stings und den Stab dazu. Geil. Denn natürlich oben mal der wichtige Eisen, was wir lange nicht mehr hatten. Aber ein Stoff und sowas haben wir noch, ne? Heftig, dass der manchmal in den Kisten so hängt. Jetzt haben wir schon wieder dieses mit den Hängen. Ich warte dann mal extra. Ist irgendwie komisch irgendwie. Irgendwie... Jetzt hat er schon wieder, ne? Aber ich glaube, ihr kommt noch mit. Also so oder so, ne? Aber irgendwas... Ist eigenartig hier auf jeden Fall. Schwefel... Ne, Moment. Was soll ich denn da reinnehmen? Achso, wollte ich gerade sagen, Schwefel, dann wollte ich eigentlich hier nichts reinmachen, ja. Fertig sind die ja noch nicht, ne? Ne. Gut, ich will mal kurz gucken, jetzt T4-Bohrer, nicht dass ich jetzt hier. Oh, ach, Osmium. Oh, und nur Superlegierung. Superlegierung, Superlegierung. 6 Superlegierung für... Ey, da kriegen wir noch nicht mal alle hin. Also von jeden 2. Alter, okay, mal hier einen haben wir hier noch über. So ein Fresspaket haben wir auch noch über. Ne, stopp mal, du bist falsch. Das können wir hier schon mal reinmachen. Heftig. Aber, warte mal, bevor ich jetzt da... Ich müsste ja draußen erstmal abbauen, um den Platz mir zu machen, ne? Ja, genau. Richtig, Seoni. You got it. Dann machen wir uns erstmal ein bisschen Platz da draußen. Weil ich will ja hier vorne anfangen, ne? Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir nämlich hier ein bisschen Platz und schon mal ein bisschen was daneben läuft. So, jetzt können wir nämlich jetzt ein paar Superlegierungen herstellen. Nö, für Silizium. Aber ist gar nicht mal so schlimm. Was haben wir am meisten? Eisen und Titan. Und Aluminium, ey. Ja, warum sortiere ich die nicht? Wäre ein bisschen einfacher, wa? So, jetzt könnten wir eigentlich... Ja, gut. Hier Aluminium nochmal rein. Silizium. Aber ich glaube, so viel Osmium haben wir ja auch nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Kobalski. Solange wir noch was herstellen können, machen wir das, ne? Ja, okay. Flüssigkeiten. Ja, haben wir hier oben noch ein bisschen.
gell? So, Osmium. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viel haben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, das war's schon. Das wird ja dann interessant, Osmium denn zu finden ohne Ende. Ja, ich hätte. Ja, es ist egal, ich weiß. Ich hätte. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte ja auch so machen können, aber nö. Warum denn auch? Also, Luftdruck 400 zu 17. Jo, lohnt sich ein bisschen mehr. Mal gucken, wie groß der Teil ist. Ach du heiliger Bimbam, was bist du denn für ein Megavieh? Achso. So groß bist du gar nicht. Alter Schwede. Ich glaube, einen können wir noch, ne? Oder? Nö, Superlegierung fehlt. Ah, das könnten wir ja zusammenwürfeln. Heftig, ey. Kann ich hier noch was reinmachen? Alter. Ja, wenn der nicht birnt, dann weiß ich auch nicht. Also, das sind schon Viecher. Das ist ein bisschen was anderes, ne? Ja, ich will ja jetzt nicht schon wieder was verlieren oder so. So, einmal sortieren. Ne, zerlegen wollen wir nicht. Also erstmal Aluminium kommt zurück. So, viermal müssen wir ja. Vier muss ich behalten. Vier davon behalte ich. Kommt Eisen zurück, so dass ich vier behalte. Genau. Davon vier ne, falsche Kammer. Moment. Moment mal. So. So, Kobalt 4, 1, 2, 3, 4, Magnesium 4, 1, 2, 3, 4 und Silizium 4, 1, 2, 3, 4. Ich wollte trotzdem mal wissen, wenn wir da hinten gleich mal hingehen, ob da noch Superlegierungen rumliegen. Wisst ihr? Also klar, wir bauen jetzt hier nochmal so einen mega-mäßigen Bohrer. Der kann hier alle wegkloppen gleich. So, heftig. Heftig, heftig, heftig. Jetzt gucken wir mal auf unsere Wertetabelle. Luftdruck. Ach, guck mal da. 2000 auf einmal. Heftig. Also wenn der jetzt nicht ballert, ne, der macht doch ein bisschen Wärme. Und Biomasse. Aber ich glaube, Biomasse weiß ich jetzt nicht, ob... Aber guck mal, wir waren bei 60, ne? Jetzt sind wir da schon mal ein bisschen anders, ne? Luftdruck muss doch jetzt richtig ballern eigentlich. Kernfusion erzeugt Energie, die alle Maschinen auf dem Planeten antreibt. Ho, bei 750. Ja, du willst mich ja komplett verarschen. Verarschen willst du mich. Hm, ich wollte nach super... Ja, los komm, lass erstmal eine Runde friesen. Ich kann die erstmal nehmen hier. Und dann machen wir das einfach. Ne? Ich würde sagen, hier, wir machen kürbismäßig. Ja, nicht so viel. Stimmt, wir kriegen ja nur das, was wir nehmen. Nur einmal. Wir kriegen ja nicht doppelt raus. Also pflanzen wir alles nochmal so ein. Okay. Dann ist das halt so. Ja, zumindest können wir hier die Nahrung. 40. Also das hier, die Bohnen, ist wirklich am leckersten. Danach kommt eine Aubergine. Müssen wir aber jetzt nicht haben. Ich wollte da hinten nochmal gucken. Das wird vielleicht den einen oder anderen auch interessieren. Was jetzt da hinten so ist. Ob da noch Superlegierungen da oben irgendwo rumschlummern. Oder auch nicht. Wenn hier gar nichts mehr ist, dann muss man es wirklich nur noch herstellen.
Aber ich hoffe, hier liegen einfach irgendwelche noch rum. Weißt du, die man wieder übersehen hat oder die einfach wieder so, die einfach wieder kommen. Also hier oben ist schon mal gar nichts. Da liegt noch was. Ist auch gar nicht, ob die einfach so spawnen oder ist da? Ich glaube, war eine gute Idee, hier nochmal herzukommen. Oh yeah, baby! Erfolgreich. Super legiert. Woher hier liegt alle drum voller Superlegierung, ne? Hallo! Hallöchen! Sag mal, war ich beim ersten Mal doof oder blöd? Also mal ganz ehrlich, das kann doch hier nicht ein... Das kann man doch nicht übersehen hier, ne? Die Masse an Superlegierung hier. Oder ich bin die Wege einfach noch nicht gegangen. Naja, aber ist besser, wenn wir es jetzt haben. Weil ich weiß zwar jetzt nicht, ob wir die T3-Bohrer jetzt echt so intensiv herstellen. Das vielleicht andere jetzt machen würden. Ich würde dann lieber gucken, wie das bei Bio aussieht. Und vielleicht eventuell mehr denn die Saatstreuer denn da machen. Vielleicht irgendwann so eine Rakete da hochfeuern können. Sehr, sehr nice und schön, muss ich sagen. Ja, auf Landweg komme ich auch zu dir. Oh oh. Nö. Schon wieder passiert, ne? Ah, ich will ihn noch haben jetzt. Ich habe keinen Sauerstoff mitgenommen. Ich übelster Volltrottel. Ne, man kann denn auch nicht schnell was anderes bauen, ne? Ja. Teuer, teuer. Teuer bezahlt man's. Ja, aber man nimmt ja auch die Abkürzung, ne? So, hier waren ja die Teile. Hier können wir noch gucken, was wir vielleicht eventuell da machen könnten demnächst. Eine Biomasse-Rakete. Oh, die haben wir auch bald. Also wenn wir wirklich die Dings machen, die Saatstreuer, und ich glaube, ich weiß nicht, wie teuer die waren. Achso, Dünger war ja immer so diese Sache, ne? Wir bräuchten ja einen Dünger dafür. Magnesium und nur Wasser. Aber wir hatten noch, glaube ich, einen Dünger hatten wir hier, oder? Ne, haben wir drüben. Wie stelle ich nochmal Dünger her? Achso, Aubergine. Ja, und dafür wollten wir die dann richtig viel anpflanzen, ne? Was wir ja gar nicht mehr so machen. Ja, aber das heißt gar nicht mehr so, aber... Aber Dünger haben wir ja jetzt hier reingemacht. Diesen einen Dünger haben wir hier reingemacht. Gut, weil dann können wir den ja bauen. Magnesium und dann noch Wasser. Achso, eine Pflanze können wir auch gleich mitnehmen hier. Eine, die so ein bisschen ballert am besten. Geil. Und dann machen wir hier unsere, ja, die nicht so schöne Ebene machen wir immer schöner eigentlich. Dann wird es hier nämlich, ja, wenn wir Dünger denn noch herstellen. Das war ja denn nur energiemäßig, müsste ich auch erstmal gucken. Was haben wir denn Energie? Ach, da ist noch. Da ist doch noch. Da ist doch Luft auch rum.
So, also Schwefel. Nehmen wir zweimal mit. Dann hätten wir ja hier Aubergine. Viermal. Ich glaube, dann ganz viel Wasser noch, aber ich guck gleich mal. Ne, nur noch halbe. Sechsmal. Einmal. Sechsmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dünger. Dünger. Geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt können wir ja davon wieder richtig viele herstellen. So, brauchen wir ja eigentlich nur, ja, den Wasserman hier. Nehmen von den anderen auch gleich. Noch ein bisschen Superlegierung. Ja, hat man eigentlich genug gefunden, ne? Achso, und ein bisschen Magnesium. Können wir ja eh nur zwei machen, ne? Ah, und die Pflanzen. Ah. Ja, die verheerst du jetzt immer, ne? So, zack, zack. Wir müssen ja so Atmosphäre schaffen hier, dass wir bald mal atmen können. Aber ich glaube, das gibt es noch gar nicht im Spiel. Also man kann nicht so weit terraformen, dass man hier auch atmen kann. Ich glaube, das haben die mehr oder weniger noch nicht so implantiert. Ach, Wasser fehlt. Ja, wir sind ja hier direkt an der Quelle. Wo man genügend Wasser rausziehen kann. Guck mal, ein bisschen wächst das ja schon, wa? Oh, ist das süß. Ach, süß. Das wächst und wächst, ne? Ist ja cool gemacht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht's weiter. Beim Terraform. Also, bis dann. Ciao, ciao.